Servus, liebe Freunde, ich bin's, euer Shisha-Messias von MySheesh. Ich möchte mich gleich vorab entschuldigen, jetzt war lang ein bisschen Pause auf unserem Kanal, aufgrund von dem lieben Vincent, der hinter der Kamera steht. Der hat gerade ein bisschen Bachelorarbeit gehasselt und da wünsche ich ihm auch alles Gute und gratulieren ihm bitte einmal Applaus. Okay, bitte jetzt nicht mehr klatschen. Heute mal wieder ein Pfeifen-Review und zwar haben wir die Alpha-Hooker am Start. Und zwar hat der liebe Max vom Chillhouse Store uns die geliehen, um ein Video drüber zu machen. Wir hatten ja letztens schon die Ocean KFS und ich finde, die kann man so ein bisschen in eine Kategorie einordnen. Russische Steckpfeife, relativ klein und handlich, in einem mittleren Preissegment. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt einen Kopf und sehen uns gleich beim Pfeifentest wieder und ich bin richtig gespannt, Freunde. Bis gleich. Puh, Freunde, das Ganze raucht abartig in dem Setup. Was für ein Tabak habe ich heute? Ich habe den neuen Tabak aus dem Hause Almasiva und zwar Sommer in Beirut. Das Ganze ist Wassermelone, Zitrone und Himbeer. Ist eine echt geile sommerliche Mischung und da werden wir euch nächste Woche ein Tabakreview drüber zeigen. Der ist echt geil. Aber heute geht es um die Pfeife, nämlich um die Alpha Hooker. Die ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die gibt es jetzt schon seit 1,5 bis 2 Jahren. War aber damals ein absoluter Durchbruch, weil es mit die ersten Pfeifen waren mit diesem Stecksystem, was eben aus Russland eingeführt wurde. Und ein absoluter Vorreiter auch damals gewesen. Wir haben hier sozusagen ein, ich nenne es jetzt mal Sleeve, wobei wir es schwer wechseln können. Es gibt auch unterschiedliche Farben. Es gibt zum Beispiel die Alpha Hooker auch mit, ich glaube sogar mit einem Joker-Design. Also da gibt es richtig viele Varianten, Freunde. Und ihr habt hier ein Kunststoff-Sleeve, sage ich jetzt mal, wo das Blow-Off sozusagen hier in der Base mit verbaut ist. Nochmal zum Thema Steckpfeife. Wenn ihr eine Steckpfeife habt, dann kauft ihr in der Regel eigentlich die Shisha ohne die Bowl. Denn da spart man sich, sage ich mal, ein bisschen mehr Geld. Ihr kennt es, Freunde. Ich habe zum Beispiel eine MIG, da ist eine Bowl dabei. Wenn ich eine neue Pfeife will, muss ich mir halt dann eine Aeon kaufen oder eine Stimulation. Und die sind halt so in sich schon fertig. Und bei diesen Steckpfeifen ist das Coole, für einen schmalen Taler, sage ich jetzt mal, kann ich mir eine krasse Pfeife holen und kann meine Bowl trotzdem noch verwenden. Oder andersrum, wenn ich sage, ich würde die Pfeife gerne mit einer kleineren Bowl rauchen, mit einer schöneren. Es gibt zum Beispiel von Caesar, gibt es richtig schöne Bowls mit ganz vielen Schnörkelungen, Cuts und richtig nicen Farben. Sehr, sehr edel und auch sehr teuer. Also da sind euch auch keine Grenzen gesetzt. Die sind hier oben auch am Glas immer genormt. Da gibt es, glaube ich, 2 bis 3 Größen und da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Aber jetzt heute zur Pfeife. Der liebe Max hat uns gesagt, probiert sie aus, vor allem im Vergleich jetzt zur Ocean KFS, die wir das letzte Mal, glaube ich, vorgestellt haben. Und die Pfeife ist wirklich super. Ich zeige euch jetzt mal das Highlight bei der Pfeife, und zwar das Blow-Off. Also, wie der liebe Vincent sagen würde, ui, Memo. Oh, Memo, guck mal, die Allmans haben, Alter. Das sieht richtig, richtig schön aus, wie der Rauch da hochschießt an den Kohleteller und vom Kohleteller dann nach unten gebrochen wird. Ich finde das wirklich sehr stimmig, vor allem auch mit diesem Design hier an der Rauchsäule. Thema Blow-Off kann ich sagen, funktioniert einwandfrei, was die Stärke angeht vom Auspusten her. Jedoch, ihr habt es glaube ich gesehen, die Bowl leer zu kriegen ist nicht ganz einfach. Ich mache es jetzt mal nochmal voll. Jetzt versuche ich sie mal leer zu machen. Also ich würde mal behaupten, mit 1,5 Mal ausblasen ist die Bowl komplett leer. Das kann sein, wenn ich jetzt eine andere Bowl habe mit einem geringeren Volumen, dass das Ganze ein bisschen smoother läuft. Bei der Bowl hier funktioniert es nicht ganz so perfekt, aber passt schon, würde ich sagen. Nochmal etwas, was mir beim Blow-Off aufgefallen ist, und zwar die Noob Unique, die hat hier an der Base einen Knopf, wo ihr den Kopf oben entlüften könnt. Das ist vor allem beim Funnelrauchen super, wenn ihr den mal zu lang stehen lässt. Da drückt ihr den Knopf, pustet rein und die Luft schießt sozusagen hoch in den Kopf und entlüftet und kühlt den Tabak.
und so habt ihr dieses Kratzen dann nicht mehr. Das funktioniert wirklich top. Der Timo, stellt euch die Pfeife mal vor. Wir haben die nämlich auch da. Die ist wirklich super schön. Und ich zeige es euch mal, vielleicht sieht man es. Das funktioniert hier so ein bisschen, wenn ihr richtig stark auspustet. Hat man es gesehen? Ich glaube schon. Ist vielleicht auch gewollt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch nice to have. Weiteres Feature bei der Pfeife. Der Schlauchanschluss hier ist kein 18/8 Schliff, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern wir haben hier sozusagen wie einen Kunststoffanschluss, wo ein Magnet mit integriert ist, wo ihr sozusagen hier an der Base reinklipst und das Ganze hält bombenfest. Ich habe jetzt schon mal ein paar Kritikpunkte gehört von Leuten, die die Pfeife jetzt schon seit Anfang an haben, seit 1,5 Jahren, und zwar der Magnet verliert irgendwann an seiner Magnetkraft, sage ich jetzt mal, und wird mit der Zeit locker. Bei der Pfeife funktioniert es noch absolut super und ich muss echt ein bisschen ziehen, dass ich den rausbekomme, aber bei manchen sitzt er schon etwas lockerer. Zum Durchzug kann ich sagen, ich habe das Ganze jetzt im Noppenkontakt bis Kontakt gebaut, also ein bisschen mehr Tabak reingegeben, im Oblaco Mono L. Das Ganze ist, finde ich, sehr angenehm zum Rauchen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Durchzug vergleichbar ist mit der Ocean KFS. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir die getestet haben. Ich müsste jetzt beide nebeneinander stellen, um es euch genau sagen zu können, bei welcher Pfeife der Durchzug besser ist. Jedoch kann ich sagen, der Durchzug hier ist auf jeden Fall eine 8,5 meiner Meinung nach, vielleicht sogar eine 9, je nach Kopfbau. Im Vergleich zur neuen Stimulation Pro X2 ist der Durchzug auf jeden Fall deutlich besser. Der Stimulation würde ich eine 8 geben ungefähr, nur damit ihr es ungefähr einordnen könnt. Thema Angebote und Designs. Wie gesagt, diese Rauchsäule gibt es in Neongrün, es gibt es in Lila, in Orange, mit diesem Sparkling-Effekt hier mit drin, mit diesem Glitzer. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Varianten. Was mir auch ganz cool gefallen hat, waren diese Joker-Varianten eben, wo eben der Kohleteller auch so schön bedruckt war. Der Kohleteller hier oben, der ist so, ich würde mal sagen, leicht perforiert. Also der ist nicht glatt, sondern eher ja wie so ein ganz, ganz feines Schmirgelpapier hier oben und hat sogar das Alpha-Hooker-Logo noch eingelasert. Schaut mega geil aus. Ja, Freunde, zum Preis. Die Pfeife kostet ungefähr, je nachdem wo ihr sie kauft, wie gesagt, die ist schon länger auf dem Markt, so 200 bis 250 Euro. Kommt eben drauf an, ob ihr eine Bowl mitbestellt bei den jeweiligen Shops oder eben nicht. Da müsst ihr einfach gucken, habt ihr schon eine Steckpfeife, habt ihr schon Bowls oder eben nicht. Kauft euch nur die Pfeife mit der Bowl oder beides zusammen, das müsst ihr dann wie gesagt entscheiden. Ansonsten, ich finde die Pfeife super. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr die schon kennt, beziehungsweise ob ihr andere Varianten habt und wie ihr die findet. Und das nächste Mal sehen wir uns wieder und testen den neuen Tabak. Sorry, ich muss jetzt einfach noch machen vor der Verabschiedung. Folgt uns auf jeden Fall auf TikTok, Instagram und bleibt am Ball. Wir hasseln jetzt demnächst richtig voran, Leute. Seid gespannt, da kommen ein paar geile Projekte auf euch zu. Ich sag nur, wir haben da ein bisschen was CAD-mäßig geplant und bald im Auftrag. Und ich glaube, ja, will nicht zu viel verraten. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha Messias.